Im Moment geht es nur um die prekäre sportliche Situation, in der wir uns befinden. Und ich meine, da brauchen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Wir müssen konstatieren, wir sind im Kampf um den Klassenerhalt. Es geht jetzt darum, dass wir eine Trendwende herbeiführen. Der Trend die letzten Wochen ist nicht gut. Und wir müssen eine Trendwende herbeiführen, um die Kurve zu bekommen in dieser schwierigen Situation. Und da haben wir einen offenen Austausch. Wer jetzt nicht von Krise redet, der verkennt die Situation. Und ich bin allerdings davon überzeugt, und ich habe nur noch einiges hinter mir, ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit fachlicher Qualifikation und auch gegenseitigem Vertrauen da wieder rauskommen. Domenico Tedesco hat sich große Verdienste um den Club erworben. Wenn Sie sich die letzte Saison angucken, ich glaube, da hätte niemand erwartet, dass Schalke 04 Vizemeister wird. Und Sie haben es auch am Samstag nach dem Spiel gesehen. Das war bemerkenswert, wie er voranging, wie er Verantwortung übernimmt für die Truppe, wie er sich vor seine Truppe stellt. Es macht auch keinen Sinn, Fristen zu setzen. Der kommende Freitag ist ein ganz wichtiger Tag für uns mit dem Spiel bei Werder Bremen. Und da wollen wir alles reinlegen in dieses Spiel.